Hallo, servus und willkommen im Kanal. Guten Morgen aus Schäftlarn, etwa 20 Kilometer südlich von München am Rande des Isartals. Es geht auf einen Trailrun und zwar an der Isar entlang. Ich laufe erstmal Isar abwärts Richtung Bayerbrunn, dann Isar aufwärts Richtung Kloster Schäftlarn und dann hier zurück zum Ausgangspunkt in Schäftlarn. Wie immer freue ich mich über einen Gefällt mir, Daumen nach oben, Like mag ich oder wie immer es auch heißen mag. Gerne auch den Kanal abonnieren, Glocke klicken nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Und jetzt viel Spaß beim Trailrun an der Isar entlang. Auf dem Weg nach Bayerbrunn hat man immer wieder schöne Ausblicke vom Isarhang auf Isar und Isartal. Zumindest wenn die Bäume jahreszeitmäßig nicht mehr oder noch keine Blätter tragen. Das ist der Isarhang, den es ja in Kürze jetzt dann runtergeht, aber nicht die Direktissima, das wäre schon ein bisschen arg steil, sondern es geht weiter auf einen Trampelpfad. Das war jetzt der Isarhang runter, jetzt folgt ein längeres Stück im Isartal selber und gegen Ende der Tour geht es den Hang wieder hoch. Bin ich gleich am ersten Wendepunkt der Tour, dem nördlichsten Punkt der Tour. Ab jetzt geht's zurück, Isar aufwärts. Die Aufnahmen sprechen, glaube ich, für sich. Traumwetter, Traumlandschaft, Traumroute zum Laufen, so habe ich mir das vorgestellt. Dem Steig, den ich gerade entlang gelaufen bin und der übrigens auch ganz offiziell vom Isartalverein markiert ist, kommt man an Vogelinseln vorbei. Die sollte man natürlich auf jeden Fall während der Brutzeit nicht betreten, das ist schlichtweg verboten. Hier steht jetzt auch noch ein Schild vom Landratsamt München. Da wird man darum gebeten, diesen Weg ganz generell auch nicht entlang zu laufen. Da, wo ich vorher reingelaufen bin, stand leider das Schild nicht. Insofern ja, kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Im Zweifel würde ich aber in der Tat empfehlen, Vorstraße zurücklaufen.
Hier von der Forststraße aus würde jetzt an sich gleich der nächste Steig direkt runter zur Isar gehen. Aber hier sehe ich jetzt tatsächlich auch das Hinweisschild vom Landratsamt München. Deswegen bleibe ich jetzt natürlich auf der Forststraße. Willkommen beim Forststraßenrunning. Aber das ist okay, kann man auch mal zwischendurch zur Abwechslung machen. Und im Übrigen kann man ein bisschen mit dem Tempo anziehen. Ja, zwischendurch mal einen kleinen Sprint auf der Vorstraße, warum nicht? Es geht weiter Richtung Kloster Schäftland. Schöner Blick auf Isar und Mühltal mit der längsten Flussrutsche Europas. Da habe ich schon mal einen Trailrun gemacht. Ich verlinke das Video dazu. Hier bin ich schon mal drüber balanciert. Heute will ich mein Glück lieber nicht herausfordern, weil das echt sehr glitschig ist heute. Zumal unten nicht mal Wasser drin ist. Das heißt, man kommt auch gut trockenen Fußes ohne Balanceakt drüber. Hatte ich eine längere Schattenpassage. Da vorne ist aber jetzt gleich die Sonnensicht. Das nutze ich für die obligatorische Brotzeit. Tja, wie komme ich jetzt da drüber? Gut, also entweder eine Runde kneipen oder ich laufe ein paar Meter zurück und versuche da über den Verhau da drüber. Oder ich teste mal, ob meine Schuhe wirklich wasserdicht sind. Aber ich probiere es jetzt mal. Wenn ich hinterher komplett nasse Füße habe, ist es nicht ganz so schlimm, weil es ist nicht mehr arg so weit. Schon mal eine gute Gelegenheit für mich, mich jetzt zu verabschieden an dieser Stelle. Wie immer freue ich mich über ein Gefällt mir. Gerne auf den Kanal abonnieren, Glocke klicken nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Danke fürs Zusehen. Servus, bis zum nächsten Mal. So, jetzt kommt gleich mal ein großer Sprung hier als erstes. Vielleicht haut es mich da gleich rein. Das wäre sogar extrem rutschig und glitschig hier. Oder ist es keine gute Idee? Oha. Das ist keine gute Idee. Das ist, glaube ich, eine etwas stabilere Absprungkante hier. Auf jeden Fall weniger batzig und damit hoffentlich auch weniger rutschig. Ich bin mal gespannt, wo ich da drüben jetzt lande. Im Idealfall auf dieser kleinen Kiesinsel. Der weniger Idealfall wäre, ich lande im Wasser. Der erste Teil der Bachüberquerung hat schon mal geklappt. Ich bin immerhin auf diesem kleinen Kiesbänkchen gelandet. Jetzt muss ich noch über den zweiten Teilbach da drüber. Da ist auch ein Stein im Wasser. Darauf springen wäre keine gute Idee, das ist viel zu glitschig. Ja, da werde ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen nass werden. Mal schauen. So, jetzt geht's los. Schuhe gewaschen, Füße aber immer noch trocken. Bachüberquerung war also erfolgreich. Thank you.
Finale geht es jetzt den Isarhang nochmal hoch. Isarhang fast geschafft, die Hangkante ist schon sichtbar.